Servus und willkommen sofort zum 1 gegen 1. Und wie ihr seht, sind wir auf der wunderschönen Map, diese Pfähle schimpft. Ja, ich habe mir die Map nicht ausgesucht, sondern unser Gegner auf der rechten Seite. Da haben wir die gute Magiesuppe. Und der hat gedacht, weißt du, Pfähle, das ist eine geile Map. Die spielen wir jetzt. Aber ja, ich kann dem nicht wirklich zustimmen, aber jeder hat mal eine Geschmacksverirrung. Auf der anderen Seite, ihr seht, wir haben mal Adlerauge ausgepackt. Einfach nur, weil ich den Commander eigentlich ganz cool finde. Hm? Und der bei mir immer ein bisschen zu kurz kommt. Das muss runter, oder? Muss das runter? Treffe ich jetzt da, wo ich hinschieße? Ja, noch nicht ganz. Runter, runter, runter. Jetzt, oder? Ja, nicht ganz. Hier? Ja, okay, so ist das in Ordnung, glaube ich. So, weil ich habe ja gelernt, man kann ja diesen lustigen Laserpointer ja einstellen, wie man braucht. Ja, und jetzt einfach über Tab E immer wieder Richtung Windturbine bei ihm halten. Und er probiert derweil... Ey! Mach auf, komm. Dann mach es eben so. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir trotz allem hier noch ein bisschen was beikriegen. Oh Gott. Also, da kriege ich mit, dass meine APM echt nachlässt. Also, da ist ja ganz, ganz schlimm bei mir. Okay. Da ist dicht. Da kommt nichts bei ihm. So. Bevor er... Oh Gott. Also das hier mit Tab E, Tab E, Tab E. Das ist ja richtig eklig. Hä? Ah, da unten drunter sitzt er. Oh Gott, die Mausjacken. Okay, er spielt auch noch Scatter-Schrott. Weg damit. Ey, die Maus ist ja gerade echt eklig. Ey. Aber eben will er mich echt ärgern. Aber soll er es ruhig probieren... Tut uns nicht weh. Oh, Core Swing. Hat geklappt bei ihm. Okay, Hut ab. Schön, nice. Auf der anderen Seite. Ja, er muss noch connecten jetzt. Hier, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja, ja. Netter Core Swing, die Idee. Ja, ich glaube, der Laser ist noch ein bisschen... Jetzt passt, oder? Jetzt müsste der Laser hier 100% akkurat sein. Und die Basso hat halt leider keinen Laser. Oh, wisst ihr was? Guck mal. Die Mine ist frei. Oh, Tab E, Tab E, Tab E. So, die Basso. Ey, dieser blöde Doppelschuss-Sniper. Ist einfach nur nervig. So. So, so, so. So. Okay, da unten auch wieder ein Sniper drin. Den müssen wir rausholen einmal. Oh, leidisch, leidisch, leidisch. Aber immerhin lässt er mich hier oben in Ruhe und hat keine Buzzsaw gebaut, weil wir wissen, er spielt Scatter-Schrott. Und ja, der Sniper, den gönne ich ihm nicht. Er... verliert hier dummerweise gerade nichts. Das heißt, er ist auf null beschäftigt mit irgendwas. Der Sniper ist raus. Ja, der Sniper ist raus. Okay, jetzt hier nochmal die Buzzsaws. Oh, schön, guck mal. Der Sniper ist frei. Und jetzt hier nochmal rein. Ah, da ist leider nichts zu holen gerade. Okay. Ich denke mal, wir gehen hier auf Lasers. Einfach nur, weil ich es kann und da ist nichts, okay. Die Buzzsaw darf da unten mal reinhacken. Ja, oh, das war nicht ganz so geplant. So, das ist weg, sehr schön. Oh, die Mine ist raus. Super, das ist schön. Sehr, sehr gut.
Ja, wir müssen einmal ganz kurz aufpassen. Da oben ist... Oh, schön. Ja, ich glaube, er mag uns bald nicht mehr. So, wir gehen mal hier für 1-2 Schilde. Weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass da gleich irgendwie so eine doofe 20 probiert, uns den Gar auszumachen, beziehungsweise uns die Minen zerschießen wird. Ist so ein Bauchgefühl, aber ich denke mal, es ist nicht unberechtigt. Hier ein bisschen Gegengewicht reinarbeiten. So, dann haben wir da auch ein bisschen Gegengewicht noch. Hier nochmal ein Sniper mit bei. Die Basser. Ah, okay. Die war Grütze, aber ist dann halt so. Hier hinten dann nochmal Lageeinheiten, weil wir wollen ja irgendwann auch einen Plasma-Beam haben. So, dann hier noch ein Gunner, einfach weil ich es kann. So, das kommt weg. Hier noch ein bisschen Defense und da oben ist doch ein guter Spot für ein Laser. Ich bin froh, dass er meine Minen in Ruhe lässt, weil er könnte mir hier auch richtig böse wehtun. Oh, ja. Nein, böse, aus. Ich weiß nicht, was er treibt. Ich glaube, er hat ganz, ganz viel APM einfach verloren durch seinen Core Swing und weil wir halt seine Minen attackiert haben die ganze Zeit. Das ist halt unangenehm. So, und die Sniper. Na, komm. Oh, schade. Ich hätte es mir gegönnt, dass der noch trifft. Ja, den hole ich noch raus. Den nehme ich mit. Und das Gute ist, bei uns wird ja halt da oben jetzt schon in Firebeam gearbeitet. Und bei ihm ist halt noch gar nichts zu sehen in der Art. So. Ach, schon wieder vertippt. Ach, das ist... Also mit. Okay, komm mal her. Nein. Ey, okay, der Laserpointer ist super angenehm, muss ich ehrlich sagen. Aber er ist auch super nervig. Also nicht der Laserpointer, sondern die Magiesuppe gerade mit seinem einen Sniper, der jedes Mal hier reinpuppelt und dann auch noch was trifft. Das ist einfach nur ätzend. Nein, da ist ein Türchen. Der Sniper ist raus. Na, okay. Nee. Okay. Dann machen wir das eben so. Bist du nicht willig, so nehme ich Gewalt. Oder irgendwie so ging der Spruch doch. So, dann hier noch ein Schildchen rein. Und hier dann mal gucken. Na, da oben ist jetzt ein Sniper. Warte mal, den kann ich doch bestimmt ein Handy geben. Rein theoretisch bestimmt. Aber so jetzt leider nicht. Der Sniper ist raus. Der da oben ist raus. Sehr schön. Das war obvious, dass der den jetzt verwendet. Und hier noch ein bisschen Metall mit bei. Das ist ready. Und hier ist zu 110% genau. Wer hätte es denn erwartet? So, wir gruppieren euch mal. Und wisst ihr was, wir ziehen mal die aktive und halten einfach mal munter rüber. Das macht ein bisschen Schaden, das nervt ihn, geht immer was raus. Ich glaube, mit Shotguns wäre das viel, viel effektiver. Aber ich habe gerade keine Shotguns, deswegen muss das einfach so gehen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Damage gemacht. Da freut er sich bestimmt. So. Aber wir müssen gucken, dass wir unsere Energie fixen. So. Ich hätte gern hier noch eine Dingsbums. Wie heißt's? Weg damit. Also der Laserpoint, der ist echt unglaublich praktisch. Genau. Ich hätte ganz gern 1-2 Shotguns. Einfach weil Shotguns richtig stark sind. Gut, da ist der Sniper raus. Da oben ist ein neuer. Oh, okay. Es fehlt vorne wie hinten massiv an Energie. So.
Unsere Minen sind relativ ungeschützt, muss man leider so zugeben. Aber wir wissen, dass bei ihm derweil noch nichts ist. Da oben ist noch immer Vordergrundholz. Ja, ja. Nee, nee, spar dir deine Buster. Nein? Nein. Okay. So, einmal. Und zack, zack. Und dann hier zweimal. Dabei behalten will ich nicht. Okay. Jetzt hier oben noch ein Gunner mit rein. Ich muss die einfach auf 1, 2 und 3 legen. Weil mit dem Tab E komme ich jetzt nicht mehr bei, weil es gibt mehr als eine Unit, die gerade nicht bedient wird. Ja, okay. War obvious, dass er dahin schießt direkt. Deswegen sind da auch direkt Schilde. Okay. Weg damit. Nein. Nein, okay. Ah, okay, da ist das doofe Schild jetzt. Ist unangenehm. So, dann hier mal. Und gleich noch hier. Ja, wir verlieren jetzt hier 1-2 Snipers. Unangenehm, aber ist leider so. Wir verlieren sogar 2 Snipers. Einfach nur, weil Scattershot OP ist. Ja, okay. Ich weiß, er ist nicht OP, aber kriegt mir ja ganz oft gesagt. Hä? Was hat denn da gerade sich beschwert? Hä? Wer beschwert sich denn hier? So. Ey, er geht mir so auf den Sack. Weg damit. Das möchte ich nicht, dass er das hat. Das Gute ist, ich weiß, bei ihm ist das alles relativ teuer. Okay. Und wir können hier eigentlich entspannt, in Anführungsstrichen, Damage adden. Wir gehen jetzt hier noch für ein Upgrade Center. Hier und jetzt dann unten nochmal rein. Diese blöden Sniper müssen weg. Die gehen mir echt tierisch auf den Senkel. So, dann mal hier jetzt noch. Da Stahl. Ja, der kommt weg. Der kommt dann in... Jo. So. Das ist einfach unglaublich, wie ihr einfach mit einem Schuss... okay, das mache ich mal weg. So, guck mal hier. Ich hoffe, du hast Spaß. So. Es wäre halt Zucker, wenn ich da oben die... Genau, da will ich hin. Weil jetzt kann ich dann gucken. Ja. Schön. Und einmal bitte die Windturbine rausnehmen. Ja, und dann mal hier. Genau, einfach weil es so schön ist. Jo, einfach mal deaktivieren. Und bei ihm, es fehlt einfach gerade Anti-Air. Das ist für uns natürlich gut, wenn die bei ihm fehlt. Was? Okay, er hat Core Damage gekriegt. Ich weiß nicht wie und warum. Aber ich nehme es an. Hier noch ein bisschen höher. Ah, da sind immer noch die Sandsäcke im Weg, okay. Das ist unangenehm, aber ist in Ordnung. Gut, jetzt hier nochmal bei. Immer noch diese doofen Sandsäcke. So, dann hier mal die Gunner raus. Oh, jo, ist doch in Ordnung. Reg dich mal nicht so auf. Ah, so. Da oben das Schild getroffen, sehr schön. Und der Minigunner räumt da unten mal auf. Er brennt oben, er brennt unten. Und hier haben wir noch ein paar lustige Raketen, die geflogen kommen. Ja, Minigunner sind alle weg. Und da oben haben wir ein bisschen Damage, ist in Ordnung. Hier unten haben wir ein bisschen Damage, das freut ihn auch.
Und jetzt können wir nach und nach das Game hier für uns entscheiden. Na, schmerzhaft. Da geht ein Firebeam. Jetzt werden die Minen attackiert. Das möchte ich so nicht. Aber mal gucken. Vielleicht lässt er uns ja in Ruhe. Das wäre schön. Hier einmal den Sniper weg. Woran hängt sie? Achso, an der Tür einfach. Ich mach die einfach weg. Ist doch einfach wurscht. Und jetzt hier nach oben halten. Und wir können jetzt eigentlich einen Plasma-Beam-Baum bauen. Kein Baum. So, und dann hier nochmal bei. Genau, und immer munter drauf, weil durch die Laserzielerfassung sehe ich ja sogar, wo ich hinschieße. Das ist so unglaublich nice. Da ist weg. Und wie ich ja gelernt habe, durch ein, zwei nette Kommentare von Leuten, die Eagle Eye spielen können. Man kann mit dem Laserpointer wunderbar antesten, wo Strukturen sind. So, das Schild ist weg. Das heißt, die Energie nehmen wir ihm auch. Die braucht er nicht. Ja, okay. Uns fehlt auch ein bisschen Energie. Unangenehm, aber... So, mal hier gucken. Da ist noch immer ein Türchen. Weil ihr seht, guck mal. Der Laserpointer hört hier auf. Das heißt, da ist Hintergrundholz. Ansonsten kann ich nämlich wie hier weiter in die Struktur rein und sehe, hier, da ist halt nichts. Das ist halt ganz gut zu wissen. Da kann man halt mal ein bisschen austesten, was der Gegner wo sitzen hat. Und hier einfach mal den Sniper deaktiviert, bevor er mir weiter auf den Senkel geht. Und jetzt muss ich das hier nur noch irgendwie halbwegs vernünftig runterspielen. Ja, die Windturbinen sind nochmal weg. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Magiesuppe gar nicht okay. Da geht die 20. Er kommt nie, nie wieder zurück ins Spiel. Also, das ist für ihn durch. Da gebe ich Stein und Bein drauf. So, jetzt hole ich mir seine Sniper raus, weil die gehen mir tierisch auf den Senkel. Und dann gleich noch die Shotguns. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn man mit den Snipern, wie ich das jetzt mache, nicht so wirklich klarkommt mit dem Tab E, wenn man diese Zielfunktion hat und immer präzise weiß, wohin so ein Schuss geht, das ist überaus angenehm. Ah, okay. Und hier sehen wir, hier war die Tür auf, weil da ging das Ganze ein bisschen weiter rein. Und stimmt, wir haben hier sogar noch den Plasma-Beam im Aufbau gehabt. Den hatte ich ja komplett verpeilt. So, ich weiß nicht, was der Plan von der Magiesuppe ist, aber... Komm, die Shotgun sagt ganz klar. Ey, ist das gerade dein Ernst? Dieser eine blöde Drecks-Doppelschuss-Sniper ist einfach so unangenehm, aber hier, komm, dann gönnen wir uns halt ein Upgrade. Er wollte ja eigentlich eh unsere Raketenwerfer haben. Dann gönnen wir uns jetzt mal ein bisschen was und... Ja, so Energie muss ich gerade noch ein bisschen warten. Wir upgraden das Ganze mal, damit Energie dann auch vorhanden ist, dass wir die Rocket Launcher und Plasma mit Firebeam abfeuern können. Ja, jetzt ist es bei ihm echt problematisch, weil es geht gerade alles bei ihm flöten. Und das meine ich nicht in irgendeiner positiven Art und Weise. Ah, okay, der war ein bisschen tief. Ich wollte ein bisschen höher eigentlich. Dahin, wo die Raketen jetzt kommen, sollte das Ding eigentlich hin. Ja, und jetzt einfach nur noch entspannt runterspielen. Wir gehen bei Calls. Ja, das Ding ist durch. Und ja, er baut doch ab. Das war Eagle Eye. Ihr seht es auch ohne Sniper mit dem Laserbeam, auch mit dem Laserpointer, kann das sehr, sehr geil sein. Und er hat gar nichts mehr gehabt. Ihr seht es, wir haben noch ein neues cooles Menü hier für die Replays. Ja, er hatte wirklich nur die 21mm. Wir haben ihn so quasi die ganze Zeit denied mit allem, weil... Ja, hier. Wir haben jetzt Minute 5. Und wir haben ihn so unter Druck gesetzt mit diesen 1-2 doofen Snipern, dass wir einfach... Ja, wir haben ihn komplett... Ja, eingeholt und beraubt der Möglichkeit, dass er irgendwas bauen kann. Der Corswing hat noch APM gezogen, aber ich würde sagen, alles in allem. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.